Herzlich willkommen zum neuen Video aus dem sonnigen Italien. Richtig angenehme Temperaturen sind hier, da macht das Fahren natürlich deutlich mehr Spaß. Ich habe aber leider nicht einfach nur so hier am Rand angehalten, um die neue Moderation aufzunehmen. Leider gibt es einen Grund, die APA hat richtig komische Geräusche gemacht, ist auch die letzten paar Kilometer deutlich langsamer gefahren. Und ich habe mal an die rechte Bremstrommel rangefasst, die ist richtig heiß. Ich hoffe, da ist jetzt nicht drin mir alles um die Ohren geflogen. Ich fahre jetzt mal ein kleines Stück hier noch in den Weg rein, dass ich nicht direkt hier an der Schnellstraße schraube. Wie ihr seht, fahren die Autos hier doch relativ flott vorbei. Und dann mache ich einfach mal die Bremse auf, hoffentlich, und schau mal, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Die APA hat sogar einen Bordwagenheber. Das Problem jetzt ist, dass das alles ziemlich gut aussieht tatsächlich. Das ist hier alles freigängig, Handbremszug ist nicht irgendwie verklemmt oder so. Der stellt auch komplett zurück, der Bremszylinder. Ja. Beim Zusammenbauen habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwar jedes Mal, wenn ich diese Mutter von außen festgezogen habe, dann konnte sich das Rad plötzlich noch ganz schlecht drehen. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich mache gleich nochmal eine Detailaufnahme, aber diese Anlauffläche hier, die ist voll zerstört. Richtig abgetragen irgendwie. Und wenn man hier reinguckt, sieht man auch Metallspäne. Hier unten drin. Jetzt muss ich mal schauen. Das wäre natürlich blöd, weil das ist natürlich ein Ersatzteil, was ich nicht dabei habe. Hier seht ihr das. Ich glaube, das ist nicht normal. Deswegen rutscht dann die Trommel zu weit rein, wenn ich sie festziehe. Und liegt an den Bremsbelägen an. Buongiorno. Excuse me, do you speak English? Aufgelegt einfach. Ja, das wäre eine Werkstatt gewesen. Okay, ich sehe gerade, der nächste Ort ist so 20 Kilometer entfernt. Ja, und da gibt es auch 1, 2, 3 Werkstätten. Davon hier, die eine sieht ganz gut aus, aber die haben keine Nummer angegeben. Ja, und so oder so muss ich da ja dann wahrscheinlich eh hin. Das heißt, ja, hoffen wir mal, dass alles bis dahin hält. Meine Vermutung ist nämlich, dass nicht nur jetzt die Bremstrommel kaputt ist, sondern das Radlager, weil offensichtlich hat da ja irgendwas richtig lange gerieben und hat dieses Alu ja richtig aufgerieben. Also das sieht ja wirklich deformiert aus da. Ja, wahrscheinlich das Radlager hat blockiert und dann hat es da so lange gerieben, bis die ganze Bremstrommel so reingerutscht ist, weil die Anlauffläche nicht mehr vorhanden war. Ja, nicht gut, aber ich glaube, das ist ja mit der Zeit gekommen. Wahrscheinlich ist das Problem schon eine Weile da und ich glaube, dass ich auch noch 20 Kilometer damit komme. Ja, wild. Wirklich wild. Schade, dass das jetzt so was Größeres ist. Ja, also ich habe ja auch nur noch eine Woche Zeit, weil wenn sich jetzt da irgendwie eine Reparatur anbahnt, die sich irgendwie lange verzögert, dann komme ich gar nicht mehr so weit. Ich wäre so gerne ans Meer gekommen. So Leute, es ist schlimmer geworden, viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber das ist komplett im Eimer. Ich bin auf dem Weg zur Werkstatt, ich war gerade schon bei einer. Boah, hört ihr das? Eieiei. Die haben mich jetzt zu einer anderen geschickt, nochmal 8 Kilometer, ey, mit Ach und Krach versuche ich jetzt dahin zu kommen. Ja, ich halte euch auf dem Laufen, aber so komme ich auf jeden Fall keine 300 Kilometer mehr, nein. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. So, nächstes Hotel.
ein bisschen ranzig, aber für 50 Euro kann man sich nicht beschweren. Die aktuelle Situation ist die, dass die Werkstatt eigentlich ganz gut aussieht. Also da stand auch schon eine Ape und so. Die hatten sogar so ein Ape-Service-Logo an der Wand. Was heißt die? Es sah aus, als wäre das ein klassischer Ein-Mann-Betrieb. Aber er schafft das irgendwie nicht, Ersatzteile zu besorgen. Also vor allem die Bremstrommel scheint ein Problem zu sein. Die kriegt er nicht irgendwie angeschafft, zumindest nicht schnell. Und ich habe jetzt die letzten 2 Stunden am Handy ein bisschen hin und her organisiert. Und Louis hat mir freundlicherweise einen Schrottplatz hier in Novara, heißt der Ort, glaube ich, geschickt. Da werde ich morgen als erstes vorbeigehen. Und wenn es da keine Bremstrommel gibt, dann muss es ein bisschen die teurere Lösung sein, dann muss ich mir wahrscheinlich einen Mietwagen nehmen und nach Trient fahren, weil da gibt es nämlich einen Ape-Teile-Laden. Die haben alles, aber ich hoffe, dass ich beim Schrottplatz fündig werde. Mission Bremstrommel besorgen startet jetzt. Erster Stopp Schrottplatz und ich glaube, ich nehme mir so einen E-Scooter, um dahin zu kommen. So, das geht jetzt leider über den Servicebereich von dem E-Scooter hinaus, aber nur 1 Kilometer. Das heißt, die restlichen 15 Minuten muss ich hier zu Fuß machen. Aber das ist eine größere Straße, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber bin sehr gespannt, ob ich was finde auf dem Schrottplatz. Wirklich cooler Schrottplatz eigentlich, auch mit den ganzen Regalen und so. Aber sie haben gar keine Ape 50 Teile, richtig heftig. Da ist man ausnahmsweise mal in Italien. Ziemlich schade, aber ich habe noch eine andere Option, die ist leider deutlich teurer. In Trient. Da muss ich mir jetzt einen Mietwagen holen, um hinzukommen, weil mit der Bahn dauert das irgendwie 10 Stunden. Mit dem Mietwagen 3, dann bin ich vielleicht so nachmittags zurück. Ja, ziemlich heftig, ey. Ja, und falls jemand sich wundert, ob ich vielleicht auch irgendwie auf Kleinanzeigen oder so geguckt habe, es gibt hier so sowas ähnliches, das heißt subito.it und ich habe versucht, mich da zu registrieren, aber da braucht man eine italienische Handynummer. Ist natürlich auch nicht ganz einfach. Und ich habe da auch was gefunden, aber das ist auch 2 Stunden weg mit dem Auto. So. Von dem her geht's jetzt in den Ape-Teile-Laden. Und da habe ich schon Fotos bekommen von jemandem, der mir auf Instagram geschrieben hat. Da ist alles vor Ort. Das heißt, da hole ich dann einfach beide Bremstrommeln und auch die Radlager und so. Und am besten einfach alles, was man für die Reparatur braucht, weil dann kann ich das im Notfall auch selber machen. Geil, richtig stilecht hier mit dem Fiat 500. Kann's ja mal losgehen. I ain't gotta worry, cause they A1. What in the field that you can't come? With a smiley shorty going stupid, going straight dumb. With us, I'm a big time, still humble in the hood. Gotta keep it positive on nothing but the good. When I'm on vacation, I'll be stupid. Cool. Ja, Ah, das ist. Oh, okay, grazie. Grazie mille, ciao. Ich freue mich gerade mega. Ich habe alle Ersatzteile bekommen und noch viel mehr. Also ich habe jetzt auch noch neue Muttern mitgenommen für außen, also diese Klemmmuttern. Dann habe ich beide Radlager neu dabei. Also jetzt sollte dem Ganzen wirklich nichts mehr im Weg stehen. Und ich düse jetzt direkt zurück nach Novara in die Werkstatt und bringe die Teile vorbei. Vielleicht schafft das ja heute sogar noch da anzufangen. Großes Shoutout auf jeden Fall an Team THR, heißt der Laden. Machen richtig coole Arbeit, haben sogar ganz viele Eigenentwicklungen, Produkte, so Gewinde, Fahrwerk und ganz viel Zeug für die Ape. Also richtig crazy. Verlinke ich euch auch mal unten. Und jetzt ab zurück zu meiner Ape. Buongiorno. Buongiorno. Tutto nuovo. Tutto nuovo. Tutto nuovo. Fatto svelto e fatto. Le frene di tamburo e le... Tutto. Cuscinetto. Yes. Cuscinetto. E le buche. Ma per tutte e due le ruote?
So, zurück im Hotel. Ich finde das ein bisschen komisch, dass jetzt jemand anderes die Arpe repariert. Ich würde das am liebsten selber machen. Aber eigentlich muss man da echt ein bisschen Werkzeug haben, um das Radlager zu wechseln. Vor allem, da sollte man eigentlich auch die Achse aus dem Getriebe rausziehen, das Öl ablassen und so. Das kann ich nicht auf der Straße machen, das geht nicht. Am liebsten würde ich dem älteren Herrn einfach mithelfen in der Werkstatt. Aber das ist so eine krasse Sprachbarriere. Also es gibt eigentlich auch noch zwei Dinge, um die ich mir Sorgen mache. Das erste: ich weiß nicht, ob er verstanden hat, dass ich zwei Radlager einfach nur aus Sicherheit gekauft habe und ich nur will, dass er das rechte tauscht. Aber beide Bremstrommeln, das habe ich so versucht zu sagen. Hier, due tamburo de freno, uno ruota. So, ich glaube, ja, es war schwierig. Also er hatte wirklich gar kein Wort Englisch gesprochen und ich habe halt wirklich, ich kann eigentlich gar kein Italienisch so. Und das Zweite, was ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist, dass dieser Achsschenkelkörper, wo das Radlager drin sitzt, der ist aus so einem relativ spröden Aluguss und der kann beim Rausdrücken vom Radlager brechen, ja, wenn man das nicht vorsichtig macht. Wenn das passiert, ist die Reise an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert. Deshalb werde ich jetzt gleich mal vorbeigucken bei der Werkstatt. Er hat ja auch nicht mal meine Handynummer und gar nichts, also das ist echt krass. Der arbeitet noch richtig oldschool da in der Werkstatt, finde ich aber irgendwie auch ziemlich cool. Also es ist ein cooler Laden, ich denke auch, dass der sehr erfahren ist und das gut hinbekommt. Ist immer blöd, so eine Situation. Ich mag das auch gar nicht, selber irgendwie Druck zu machen bei so Werkstätten. Die sollen in ihrem eigenen Tempo arbeiten, aber ich habe halt selber einfach ein zeitliches Limit bei der ganzen Reise hier. Deswegen, ich drücke mal die Daumen und ich schaue mal selber vorbei. Und vielleicht kann ich ihm ja einmal über die Schulter gucken. Vielleicht gibt es auch eine kleine Aufnahme, aber ich möchte da nicht zu doll mit der Kamera rumhantieren. Gut. Bis gleich. Also wenn ich eine Sache gelernt habe von meinen Reisen aus Sardinien und auch Italien, ist, dass die Italiener es auf jeden Fall richtig ernst meinen mit ihrer Mittagspause. Also da sind auf jeden Fall die Schotten dicht bis 14 Uhr. Jetzt ist 12.30 Uhr. Ja, dann schaue ich mir noch ein bisschen die Stadt an und hoffe sehr, dass das mit der Arpe alles geklappt hat. Die ist auf jeden Fall auf der Hebebühne noch. Ja, schauen wir mal. Das sieht ja cool aus. Da gehe ich mal hin. Schon stark. Das ist einfach so viel Backstein, aber was ist das hier bitte? Das ist natürlich schöne Deko. Er hat's geschafft, richtig geil, ey. Mega Typ. Das alte Lager sah mega ramponiert aus, also Props auf jeden Fall, dass er das hinbekommen hat. Und er hat jetzt auch verstanden, dass ich auf der linken Seite nur die Bremstrommel neu will. Ausschlaggebend war jetzt einfach, waren die zwei Worte Solo Tamburo. Ja, wahrscheinlich spreche ich alles mega falsch aus, aber wir schaffen es, uns zu verständigen. Ist doch ganz spannend. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Hotel, hol schon mal meine Sachen. Bezahlt habe ich ihn auch schon. Hat natürlich auch ein großzügiges Trinkgeld bekommen. Mega Typ. Und ich freue mich, weiterzufahren. Heute gibt es dann wahrscheinlich ein paar weniger Fahraufnahmen, weil die Gegend, wo ich jetzt durchkomme, auch nicht mega spektakulär ist. Weil ich nämlich ans Meer will. Es sind ziemlich genau 200 Kilometer. Und ich denke, die baller ich heute einfach durch, wenn es geht. Es bleibt spannend. Counter. Yes, check out. Thank you so much. Do you need anything else? No, I think everything is okay. Okay, very good. Nice, thank you. Bye. Bellissimo. Finito.
Wer hätte das gedacht? Ich habe es tatsächlich geschafft, mit meiner Arpe von der Nordsee bis ans Mittelmeer zu fahren. Schon heftig irgendwie, jetzt auch hier zu sein, mit diesem Gefährt, immer mit 40 km/h. War schon eine wilde Reise, aber Fahrt hierher war jetzt zum Glück relativ unproblematisch, gab keine Zwischenfälle mehr. Toi, toi, toi. Weit ist es ja nicht mehr. Das Hauptziel von dieser Reise ist nämlich das Piaggio Museum in Pontedera. Da wird die Arpe hergestellt. Da ist diese Arpe auch hergestellt worden. Und jetzt bringen wir sie wieder dahin zurück, um mir mal zu zeigen, wie schön die Heimat ist. Verrückt, oder? Die Sonne geht gerade hinter mir auf. Das ist der letzte Stellplatz der Reise wahrscheinlich. Richtig, richtig schön. Die Luft ist super klar. Hinten sieht man sogar Korsika. Auf der anderen Seite richtig heftig. Und wieso das der allerletzte Stellplatz dieser ganzen Reise ist, das erfahrt ihr ein bisschen später. Heute beginnt dann auch die allerletzte Etappe. 140 Kilometer bis zum Piaggio Museum in Pontedera. Ich muss das tatsächlich auch heute schaffen. Aber davor genießen wir noch einmal die Aussicht und dann geht's los. Ich hab's geschafft. Das ist natürlich ein absolutes Highlight der Pentaro. Ein Flievertüt. So, ich habe jetzt hier eine Ferienwohnung in Pontedera. Super entspannt. Arpe steht direkt vor der Wohnung. Und ich sag euch, wie es ist, Leute, die Arpe fällt wirklich förmlich auseinander. Also ich habe die aber jetzt in den letzten 200 Kilometern halt echt nicht gepflegt, sondern einfach nur geguckt, dass sie halt fährt. Ne? Also der Auspuff löst sich förmlich, die ist richtig laut geworden und entweder die Federn sind irgendwie ausgeleiert oder ich habe mehr und mehr Zeug zugeladen, was aber eigentlich nicht der Fall ist. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass sie teilweise in den Kurven echt auch in den Radkästen schleift. Nicht nur deshalb, sondern es war auch von Anfang an der Plan, dass ich die Arpe nicht auf eigener Achse zurückfahren werde, einfach weil der Rückweg uninteressanter ist als der Hinweg. Und deshalb wird jetzt gleich hier ein Transporter ankommen und die Arpe mit nach Deutschland nehmen. Es war eine richtig coole Tour. Vielen Dank für alle, die zugeguckt haben. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war aber auch anstrengend und eine Herausforderung, aber insgesamt ein cooles Erlebnis. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, viel Spaß und macht's gut.